Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, als Stadtverordnetenvorsteher setze ich meine Reihe fort mit dem Blick auf unsere Stadt, mit dem Blick auf Rüsselsheim. Und ich bitte immer Persönlichkeiten aus dieser Stadt dazu, diesen Blick zu nehmen auf unsere Stadt, aber auch natürlich über die Aktivitäten dieser Persönlichkeiten ein bisschen zu berichten, weil es immer Menschen sind, die sich in besonderer Weise für unsere Stadt engagieren. Und dies ist jetzt auch wieder der Fall. Neben mir sitzt die Hilga Kretschmer und ich will nicht so viel verraten, sondern du sollst dich selbst vorstellen, weil du bist sehr aktiv in einer für unsere Stadt sehr wichtigen Institution, aber vielleicht sagst du das einfach mal selbst. Also wir beginnen mit der Frage, wer ist Hilga Kretschmer? Bitte. Ja, ich bin 73 Jahre alt, seit 53 Jahren verheiratet und in Rüsselsheim ansässig. Also fühle ich mich dadurch auch als Rüsselsheimerin und setze mich für die Belange der Bürger der Stadt ein. Mhm. Ich bin im VDK tätig als stellvertretende Vorsitzende, als Beraterin und Ansprechpartner für alle Fragen. Mhm. Jetzt müssen wir erstmal klären, viele wissen das, aber vielleicht der eine oder andere nicht so ganz genau. Was genau ist der VDK? Der VDK setzt sich aus der Gründung zusammen, diese drei Buchstaben, und zwar Körperbehinderte, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebene. So war die Gründung im Jahr 1952. Mhm. Also schon eine etwas ältere Institution. 72 Jahre mittlerweile. Mhm. Und hat sich aber gewandelt, dadurch, dass die Körperbehinderten und so weiter durch den Krieg. Das waren die Kriegsversehrten, so nach dem Krieg, ja, das war so der Ansatzpunkt. Genau. Mhm. Und das hat sich etwas verändert jetzt durch die normale Gestaltung im Leben, dass sehr viele Menschen behindert sind. Und wir haben uns für diese Menschen stark gemacht und versuchen, die Belange dieser Menschen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ne? Gut, hast du gut erklärt. Aber jetzt nochmal die Frage, wir bleiben jetzt nochmal bei dir. Warum bist du beim VDK? Was war für dich der Grund zu sagen, das ist eine Institution, da will ich mitmachen, da will ich mich engagieren? Ja, ich bin ein Kind des VDKs. Mhm. Meine Eltern waren schon Ortsvorsitzende im Hunsrück. Also in den Genen schon drin. Ja. Genau, das ist vererbt worden. Okay. Ich musste als Kind schon die Zeitung austragen. Okay. Und wie ich dann in Rente gegangen bin, war das für mich wichtig, dass ich in Kontakt zu Menschen behalten, weil ich bin kein Typ, der sich daheim verkriecht. Ja, du musst raus, du brauchst Action. Ja, okay. Und da habe ich gesagt, ich gehe raus, ich suche mir eine Beschäftigung. Und da ich den Gottfried Albert sehr gut gekannt habe, habe ich mit dem den Kontakt aufgenommen und der hat mich dann dafür geworben, dass ich hier im VDK aktiv bin. Das kann ich mir gut vorstellen, den kenne ich auch, ja. Also ich bin seit 2007 im VDK und bin seit 2010 aktiv tätig. Mhm. Und zwar habe ich angefangen als Begleitung der Beratung durch den Herrn Friedrich. Der hat damals die Beratung gemacht. Das war ja dieser Amtsmann von Amtsgericht Rüsselsheim, der sehr gute Hintergrundkenntnisse hatte und er hat mich auch super eingearbeitet. Ich sage immer, ich habe bei ihm mehr gelernt als in den Schulungen, weil das Leben eigentlich... Es geht nichts über eine gute Ausbildung. Ja, und so oder so. Da habe ich 4 Jahre bei ihm die Assistenz gemacht und dann haben wir gewechselt. Da hat er die Assistenz bei mir gemacht und ich habe beraten. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt wissen wir ein bisschen was über VDK und warum du da dabei bist. Jetzt will ich aber noch mal ein bisschen grundsätzlich werden. Wenn man sich für Menschen einsetzt, ja, sich um andere kümmert, dann sollte man ja auch so ein Bild haben. Direkt gefragt, was ist dein Menschenbild? Wie siehst du den Menschen? Weil ihr habt ja mit Leuten zu tun, die normalerweise kommen, wenn sie ein Problem haben. So ist es ja. Ja? Was ist dein Menschenbild? Also ich finde, man muss den Menschen gegenüber wertschätzen und respektvoll behandeln. Mhm. Und was ich gelernt habe hier, das ist auf die Belange der meistens älteren Menschen einzugehen. Und das kommt manchmal, dass die Leute nur mit einem reden wollen. Dass sie gar nicht mal so groß um die Lösung des Problems... Also man muss auch ein bisschen Psychologin sein in dem Geschäft. Sich ein bisschen reinversetzen können. Ne? Aber ich habe eigentlich schon immer tendiert. Ich habe meine Mutter bis zum Schluss begleitet mit 93 Jahren. Dann habe ich die Tante meines Mannes betreut, die ist auch 2017 mit 93 gestorben.
Und so habe ich den Kontakt zu älteren Menschen eigentlich recht gut ausleben können. Mhm. Ne? Okay. Es schließt direkt daran an. Wenn Menschen kommen, denen man helfen will, die ganz spezifische Probleme haben, kommen zum VDK, dann stellt sich ja für jeden, der das tut, auch die grundsätzliche Frage, was ist soziale Gerechtigkeit? Also warum haben die Leute ein Problem? Wie ist es dazu gekommen? Ja, da kann man das ja auch mal hinterfragen, wie ist Gesellschaft aufgebaut, strukturiert? Und das könnte man vielleicht festmachen an der Grundsatzfrage, was ist soziale Gerechtigkeit? Was ist für dich soziale Gerechtigkeit? Da hapert es im Moment in unserer Regierung ganz gewaltig. Mhm. Ne? Weil ich finde, gerade für unsere älteren Menschen, man darf denen ihre Mentalität nicht vergessen, die würden nie zu einem Sozialamt gehen. Ja, da ist ein Schamgefühl. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Und das nimmst du auch hier wahr in deinem Gespräch, das ist so. Ja. Mhm. Und dann muss ich die erst überzeugen, dass das ihr Recht ist, dass sie einen Anspruch darauf haben. Mhm. Und warum sollen sie das nicht? Und ich finde, es ist immer traurig, gerade die sind ja meistens überlebende Frauen. Mhm. Und gerade, ich sage immer, die Trümmerfrauen von unserem Krieg, die haben doch eigentlich unser Deutschland erst geschaffen. Und es wird so wenig an die gedacht. Und da könnte man auch hier in der Stadt ein bisschen mehr für die machen. Zum Beispiel für die etwas schwacher gestellten Busfahrten umsonst. Damit die wenigstens mal in die Stadt, damit die mal einen Begegnungspunkt haben. Ne? Also ansonsten gibt es ja, es gibt ja Rüsselsheim-Pass und so Sachen, aber du verstehst das sehr grundsätzlich, okay? Halt ja, mal so fest. Der Rüsselsheimer-Pass kostet trotzdem... Richtig, ja. Ja, der ist trotzdem für Menschen, die mit jedem Pfennig rechnen müssen, ist er trotzdem zu teuer. Okay, ja. Gut. Ich will da nochmal eine Frage nachschieben. Es gibt ja so zwei Begriffe, die oft genannt wird, wenn man so über sozialpolitische Dinge redet. Und zwar die Begriffe fördern und fordern. Mhm. Ja, fördern, also dass man Leuten helfen muss, die Probleme haben, aber auch sagen muss, du musst auch selbst aber auch was tun. Ja, jetzt wissen wir ja, es gibt solche und solche Menschen, ja, das ist uns allen bekannt. Aber du hast ja eine große Erfahrung, weil du schon viele Jahre mit Leuten, die Probleme haben, direkten Kontakt hast. Was würdest du sagen? Wo wird vielleicht zu viel oder auch zu wenig gefordert? Und wo wird vielleicht auch zu viel oder eben zu wenig gefördert? Was fällt dir so in deiner Arbeit auf? Wo sind da Schrauben, die man noch ein bisschen nachjustieren müsste? Wenn man das mal an Fordern und Fördern festmacht. Ja, das kommt immer auf die Menschen drauf an. Es gibt natürlich ein ganzes Klientel, die sind sehr forsch. Direkt, die fordern, die verlangen, das steht mir zu. Ja. Und es gibt natürlich dann auch Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben. Gerade wie ich schon sagte, diese älteren Menschen, die haben heute gar keine Zeitung mehr, sind gar nicht mehr in, gar nicht informiert. Die wissen informiert gar nicht. Ne? Und abends mit den Nachrichten, das können sie gar nicht mehr so umsetzen. Und diese Schicht, die ist eigentlich vergessen. Genauso wie die Menschen im Altenheim. Also da fehlt es auch an Informationen im Austausch. Ja, die haben keine Informationen. Die wissen auch gar nicht, was ihnen eigentlich alles zusteht. Und dass man da etwas mehr die Menschen, sagen wir mal, informiert. Oder sagen wir mal, wenn sie jetzt ein Mindesteinkommen haben, dass Menschen mit einem geringen Einkommen einfach angeschrieben werden, dass die informiert werden, dass ihnen das zusteht, ne? Dass sie Wohngeld beantragen können, dass sie Heizungsgeld beantragen können. Da kommen wir gleich schon mal drauf. Wie ist nochmal ein Punkt? Bei dem Fordern ist ja auch so, dass der Staat ja auch Sachen fordert oder die Stadt oder der Kreis oder also die Politik, der Staat. Und da gibt es ja einen, die sagen, oh, man darf nicht zu viel fordern, dann sind die überfordert, ja, die Leute. Auf der anderen Seite sagen andere, ja, aber ein bisschen muss auch jeder selbst was machen. Also wir können doch nicht jeden sozusagen, ich sag jetzt mal böse, pimpern, alles da rein, was du brauchst. Was ist so dein Eindruck? Wo mangelt es da oder wo ist vielleicht auch zu viel? Ja, das wird so sehr verallgemeinert. Wie jetzt zum Beispiel diese Energie Krise, Die Bezuschussung. Bezuschussung, Da wird zu wenig kontrolliert, wer es braucht und wer es nicht braucht. Okay. Also die Frage ist, wo kommt es an? Ist das, Weil
das wird alles angenommen, aber es gibt Menschen, die das gar nicht nötig haben. Ja, ja. Und man könnte dann mit dem Geld den anderen, die es wirklich nötig haben, etwas viel mehr unterstützen. Okay. Und das nimmst du auch wahr, bei den Leuten, die, wo es dann halt eben ankommt, ja, zu Recht oder auch zu Unrecht. Ja, die schimpfen natürlich dann gleich, ne? Wer geschimpft ist schnell. Ja, die kriegen alles, ne? Wir kriegen nichts. Okay. Da, also diese Mentalität, die erlebe ich sehr oft. Okay. Du hast, im Prinzip ist das auch schon meine nächste Frage. Was ist denn aktuell in deinen Gesprächen so das Hauptthema? Ja, es gibt ja immer auch so, wir haben natürlich jetzt eine spezielle Situation, wir haben es eben schon angesprochen, Energiekrise, die Leute müssen teuer Strom, Gas, was weiß ich was bezahlen. Da stehen viele unter Druck. Da hat die große Politik jetzt reagiert, da gibt es die ein oder andere Maßnahme, Stichwort Wohngeld vielleicht mal so als Begriff. Aber nochmal für jemand, der so direkt dran ist wie du, was sind so die Top-Punkte, wenn Leute dich ansprechen, wo brennt's? Ja, die wollen natürlich, also was jetzt ganz massiv nachgefragt wird, wo kann ich mein Wohngeld beantragen? Ganz wichtig. Kann ich bei euch vorbeikommen? Kannst du mir den Antrag ausfüllen und so weiter? Dann muss ich sagen, tut mir leid, das darf ich nicht. Stadt Rüsselsheim. Es fällt nicht unter Sozialrecht. Das ist ja unser Problem. Ja, das ist auch klar, da gibt es auch Grenzen. Also ihr habt euren Bereich, Sozialrecht. Und es gibt andere Bereiche, da müsst ihr auch sagen, sorry, sind wir nicht zuständig, Wohngeld geht zur Stadt Rüsselsheim, da gibt es die richtigen Stellen, da gibt es Beratung. Das ist übrigens auch so was grundsätzlich, glaube ich, was ihr auch leistet, ist, also der Bereich Soziales, ich habe ein Problem, ist ja sehr, sehr groß. Und dass ihr aber auch sagen könnt, ja, da kann ich dir helfen, da kann ich dir einen Tipp geben, aber da kann ich dir nur helfen, dass ich dir sage, das heißt nur, du musst dahin, du musst dorthin, das ist die Stelle, die dir helfen kann. Ja. Es kommt natürlich auch sehr oft vor, dass sie Probleme haben mit den Krankenkassen. Die Krankenkassen streichen im Moment sehr viel, ne? Und versuchen die Leute dann so ein bisschen ins Boxhorn zu jagen, indem sie erstmal gleich drohen, sie stellen die Zahlung ein und so weiter, ne? Und da muss ich dann immer gucken, wie ich dem Menschen helfen kann, was er machen kann, um sich da abzusichern. Also das kenne ich auch aus meinem Job. Die Briefe von Behörden, die sind schon manchmal etwas seltsam. Im Sinne, natürlich müssen die das korrekt ausdrücken in einem korrekten Deutsch. Aber bei dem einen oder anderen, der jetzt nicht so die Erfahrung hat, entweder man ist so ein bisschen eingeschüchtert, denkt, oh Gott, was muss ich jetzt machen? Ja. Oder umgekehrt, man ist völlig überfordert. Man versteht es einfach nicht. Nee, was soll ich jetzt tun? Am Dienstag war eine Dame bei mir, die hat gesagt, sie hat ein Schreiben gekriegt, sie wird ausgesteuert. Sagt sie, so lange war ich doch gar nicht krank. Da habe ich gesagt, ganz einfach, lassen Sie sich die Auflistung der Krankschreibungen mit der Diagnose zuschicken und gehen zu Ihrem Arzt und gucken, ob das einen dieselbe Krankheit betrifft. Ich sehe schon, gute Beratung finde ich. Sehr gut, da weiß jemand Bescheid. Aber anders ganz kann wichtig. Man das nicht machen. Ne? Jetzt muss ich noch kurz sagen, das findet alles auch hier statt, in Rüsselsheim, hier am Treff. Gibt es ein Büro, da kann man hinkommen. Seit 1. Dezember haben wir jetzt wieder hier. 2022, jawohl, kann man wieder kommen. Kann man wieder kommen, dienstags und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr und dienstagsabends für Berufstätige von 17 bis 18.30 Uhr. Super, breites Angebot, da bekommen Sie Hilfe. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt haben wir sehr viel über VDK, über deine Arbeit erfahren, was dich auch ausmacht. Ich denke, das ist sehr deutlich rübergekommen, sehr gut, sehr engagiert, jemand, der Bescheid weiß. Jetzt kommen wir aber zu meiner Top-Frage. Und zwar, du bist Rüsselsheimerin. Also nicht geboren, aber du bist seit 50 Jahren. 53 Jahre, da legen wir jetzt mal Wert drauf. Jetzt interessiert mich deinen Blick auf Rüsselsheim. Ich versuche es immer gerne, habe ich so, es mal ein bisschen zu trennen. Einmal durch dein Engagement im sozialen Bereich, wie siehst du sozusagen das soziale Rüsselsheim, aber dann auch im zweiten dein ganz persönlicher Blick auf diese Stadt. Du lebst hier seit 53 Jahren. Wie siehst du diesen Blick? Vielleicht kannst du das ein bisschen trennen. Ja, also mein Blick auf Rüsselsheim, ich finde Rüsselsheim sehr angenehm durch die waldreiche Gegend, durch die Parks, die wir haben. Wir haben Möglichkeiten, mit dem Fahrrad sehr viel zu unternehmen, dann mit dem Main. Wein am Main ist natürlich sehr und ich fand es auch ganz toll, diese Veranstaltungen, die früher in dem Wernerpark waren. Ja. Die vermisse ich ein bisschen. Okay. Ja. Und dein sozialer Blick sozusagen auf Rüsselsheim, wie siehst du da die Stadt? Da könnte ein bisschen mehr getan werden. Okay. Also, obwohl
Ich arbeite sehr eng mit dem Haus der Senioren zusammen und da durch diese zwei Gemeindeschwestern haben wir ja schon einen ganzen Schritt weiter gemacht. Ich bin Teilnehmer des Runden Tisches, wo wir uns regelmäßig treffen und Austausch machen mit Pflegedienste, mit wo man hingehen kann, wenn man Probleme hat mit Kontakt, die Unterstützung beim Haushaltshilfe und so weiter. Ne? Und da wir da sehr eng zusammenarbeiten, hat sich in den letzten 2-3 Jahren doch einiges getan. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Helga. Vielen Dank für deine Schilderung und deinen Blick auf Rüsselsheim. Du bist stellvertretende Vorsitzende des VDK, eine wichtige Institution hier in unserer Stadt. Danke auch, dass du dich da so engagierst, weil ich denke, das ist notwendig, dass Menschen eine Ansprechstelle haben, wenn es Probleme gibt, in dem genannten Bereich, wo ihr Hilfe geben könnt oder zumindest sagen könnt, wo man hingehen muss, um Hilfe zu bekommen. Vielen Dank. Blick auf unsere Stadt Rüsselsheim am Main. Vielen Dank.